Und da bin ich wieder, euer Captain Knurke, mit dem traurigsten, was es gibt. In der letzten Folge haben wir den riesigen Unfall gebaut. Und, oh mein Gott. Willy? Willy? Ich habe einen Insolvenzverwalter schon bestellt. Wow. Wow. Wir müssen aber schlafen. Könnten wir hier machen? Aber hier ist auch das Ziel gleich, ne? Nächste Pause ist 5 Stunden. Das kriegt man doch hin. Okay, also. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, das ist ein bisschen zu heftig. Ich habe jetzt mit 20, 30, 40.000 Dollar gerechnet. Oder noch mehr. Aber das war jetzt ein bisschen. Ich meine, gut, wir werden jetzt hier wahrscheinlich keinen Lohn mehr bekommen. Für die Tour hier. Und erfahrungspunktemäßig werden wir wahrscheinlich auch ziemlich am Arsch sein. Für diese Tour. Aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, es finde ich jetzt ein bisschen zu lasch. Ja, ich mag es zwar, wenn es irgendwie was Einfaches ist. Ja, ich bin ein alter Mann, ich mag einfache Spiele. Aber das finde ich jetzt doch schon ein bisschen zu lasch. Die Sache mit der Versicherung. Bei uns kann man Versicherungen ausschalten? Ich glaube nicht, oder? Vielleicht in den Optionen. Aber das ist jetzt schon. Es ist überraschend. Und im Prinzip ist es cool, dass ich nicht in die Ecke gegangen bin und geheult habe, weil das wäre jetzt nicht nötig gewesen. Ich hätte in die Ecke gehen sollen und lachen sollen darüber. Weil das ist jetzt doch schon. Ne? Also, das ist, ne? Ihr wisst schon, ne? Es ist ein bisschen zu einfach, finde ich. Und das war 100% Schaden. Bin ja auch quasi fast frontal, naja. So frontal war das gar nicht, gegen die Leitplanke gefahren, aber das war schon, also es war schon ziemlich hart, oder? Müssen wir einfach mal zugeben, das war Dummheit von mir. Dass ich meine Witze mache. Während ich da einen anderen LKW überfahre und denke, ja, alles wird gut, oh, ein bisschen enger, wird schon klappen, und dann Bruch, Bumm, Knall. Und dann sagt das Spiel, ah, scheiß drauf. Zahlte 2000 Dollar, ne? Nicht mal. Zahlte so viel wie zweimal Blitzen und dann geht das schon in Ordnung. What? Also, werde ich gerade irgendwie nicht fertig drüber. Weil damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Heißt das, dass das Spiel jetzt einsteigerfreundlicher ist, weil das so gemacht wurde? Ich meine, das ist mir nicht aufgefallen bei den anderen Malen, ne? Wir waren ja öfters zum Reparieren, wo wir dann bloß eine Beteiligung oder so bezahlt haben. Wahrscheinlich, weil das eher geringere und kleinere Summen waren, habe ich da nie drauf geachtet. Aber das hier war jetzt so 100% Schaden. Na, also eigentlich jedes Teil an dem Truck hätte man wegwerfen müssen. Aber hier, aber wir sind in den USA, ne? Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Da hat man halt eine Versicherung, die 99% vom Schaden übernimmt, so ungefähr. Ich meine. Ich habe ja auch gar keine Abzüge für irgendwelche Versicherungen. Was ist denn das für eine Versicherung? Da muss ich doch. Ich müsste doch massenhaft an Kohle für so eine Versicherung bezahlen, ne, die so viel übernimmt.
vom Schaden. Dafür müsst ihr doch massiv einzahlen. Gut, vielleicht kommt das. Ist ja... Also Ingame-Zeit sind wir ja, glaube ich, erst ein paar Tage im Geschäft, glaube ich, ne? Und so ein Monat hat ja normalerweise etwa 30 oder 31 Tage, es sei denn, wir haben Februar. Aber wir werden ja sowieso keine Tage angezeigt, von daher zählt das jetzt auch nicht. Ich habe zwar da stehen, dass wir Samstag haben, aber ist ja kein Datum, von daher... Ich habe noch nie gesehen, dass irgendwo eine Versicherung Geld abgezogen hat. Sorry, aber mir kommt das irgendwie zu lasch vor. Das langweilt euch sicher jetzt, aber das ist mir irgendwie ganz total suspekt. Ich warte noch, ob das irgendwie ein dicker Hammer kommt, aber den werde ich wahrscheinlich erst dann erleben, wenn wir die Lieferung abgeben, aber das wird wahrscheinlich, was weiß ich, selbst wenn ich 0 Euro kriege, oder 0 Dollar, habe ich trotzdem nicht wirklich ein Verlustgeschäft gemacht, trotz meines riesigen Unfalls. Das heißt doch, in dem Spiel kann man so eigentlich gar nicht pleite gehen. Also regulär vom Geld her. Boah, tut mir leid. Boah, was ist denn hier, Mann? Also, ja, hätte Kaffee trinken sollen oder Cappuccino oder irgendwas. Und das war ja jetzt also... Habe ich nicht eben gesehen, dass wir das noch schaffen würden? Jetzt habe ich 2 Stunden Pause. Was soll denn das bitte? Wo gucke ich denn bitte schön rein? Jetzt habe ich hier doch... Ich hätte hier pennen können, ne? Ich kann hier noch pennen. Ich könnte jetzt hier einmal im Kreis fahren. Oder... Ich muss... Oh, das sieht wieder so eng gebaut aus. Das ist da drüben aber auch. Da sind wir dann ein Stückchen weiter gekommen. Ne, wir machen das jetzt. Wir fahren jetzt hier die nächste rechts rum. Naja, fast die nächste. Wieder nach. Fahren wir rechts rum, damit wir hier schlafen können. Hier müssen wir wahrscheinlich übelst rumlenken. Da pennen wir vielleicht am besten hier. Aber hier steht ja auch extra für LKW, oder? Was ist das? Keine Ahnung. Wir gucken mal. Ja, ich gebe gerade Vollgas. Ich kann nicht schneller fahren. Aber ich kann schon mal die Spur wechseln, weil wir müssen ja eh gleich abbiegen. Obwohl, ich muss ja auch ausholen. Wir können gar nicht, wir sind ja auf der Brücke, wir können hier gar nicht runter. Scheißendreck. Nee, M. M wie Karte. Scheiße, stimmt, wir fahren, wir müssten dann hier drüben runter. Ja, komm. Das ist hier genauso, oder? Wir kommen gar nicht, wir können hier gar nicht drauf, oder? Wenn ich jetzt hier einen Wegpunkt setze, nee, wir müssen dann da runter. Wow. Dann können wir auch hier versuchen runterzukommen. Dann fahren wir hier runter und bewegen uns hierher. Mal gucken, ob das klappt. Mal gucken. Wir werden jetzt hoffentlich nicht gleich die Augen zufallen. Ich weiß gar nicht, wo ich eigentlich immer hingucke, wenn ich schaue, wann ich schlafen muss. Oder Moment, haben wir geguckt, bevor wir den Unfall hatten? Wir haben geguckt, bevor wir den Unfall hatten, ne? Daran könnte es liegen. Hier brennt kein Licht, also fahren wir einfach mal hier rum. Irgendwann mal. Weil ausholen, weil wichtige Ware und so, ne? Wir haben grün, schaffen wir das bitte? Schaffen wir das bitte? Bitte, komm, gib Gas, Junge! Dieser Truck, wo wir jetzt Unsummen reingesteckt haben für die Reparatur. Scheiße. Kommt jetzt hier nicht irgendwann? Ne, wir müssen bis durchfahren und dann hinten nochmal rum. Nein!
Egal. $700. Ich krieg mich nicht mehr auf. Fuck auf die $700. Und es kann hier sonst nichts passieren in dem Spiel. Uns kann ja sonst nichts passieren. Da, also, jetzt vom dem Sinne her hätten sie eigentlich die Geldstrafen und was weiß ich alles so belassen können, wie es war. Das haben die ja entschärft, ne? Das war ja eigentlich früher in der Ur-Version vor allen Dingen. Ich sag mal, in der Vanilla-Version war das ja alles noch teurer als jetzt. Die Strafen und was weiß ich. Könntest du jetzt mal auf grün schalten? Ich muss hier, ich muss ins Bett. Ich muss Bett, Ben. Ben, Bett, komm. Ich hab Polizei. Wuhu! Das ist schon ein ziemlicher Umweg. Wie lange haben wir denn eigentlich Zeit? Wann muss das denn abgeliefert werden? 18 Stunden. Da können wir jetzt 10 Stunden pennen und dann schaffen wir es immer noch, ne? Ja. Ja, könnte zwar irgendwann, aber wir schaffen das, denke ich. Weil wir schlafen ja eigentlich 10 Stunden, glaube ich. Und dann müssen wir versuchen, hier wieder rauszukommen. Allerdings, diese fucking Geschwindigkeitsbegrenzung, die würde das Ganze ziemlich, ziemlich eng machen, muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Weil wir kommen hier nicht vorwärts. Jetzt haben wir haben jetzt noch grün, gleich ist rot wahrscheinlich wieder, wenn wir hier sind. Nee, okay. Das wird enger als mir lieb ist, stelle ich so gerade fest, ne? Nicht so gerade fest, sondern so gerade fest, stelle ich das. Ja, wie gesagt, ich gehe mal auch davon aus, dass der Unfall uns auch Zeit gekostet hat. Dass wir hier nur den Zugangsbereich sehen. Ach da, das stimmt, das ist ein Händler. Oder Reparatur? Truck Headquarters. Oh, das kann ich kaufen. Nee, ich will bloß, eigentlich will ich mich hier bloß irgendwo abstellen, bitte. Jetzt geht das wieder los. Nein, ich will ihn nicht kaufen, ich möchte hier schlafen. Junge, jetzt bleibe ich hier überall hängen. Jetzt wird's langsam, jetzt wird's. Oh, Alter. Jetzt, ich krieg langsam, ich merke da. Wisst ihr was? Ich stehe voll unter Zeitdruck. Wo kann ich hier pennen? Es wird mir angezeigt auf der Karte, dass ich hier pennen kann. Na komm! Ich habe immer weniger Zeit. Jetzt gibt es hier garantiert keinen Punkt, wo ich pennen kann. Jetzt werde ich grantig. Jetzt werde ich aber langsam. Hier gibt es echt keinen Punkt, wo ich pennen kann. Hier kann ich wahrscheinlich nur pennen, wenn ich das Ding gekauft habe, oder was? Was ist denn das für eine Rotze, bitte? Warum wird mir das ange... Warum wird mir angezeigt, dass ich hier pennen kann, wenn ich... Ah! Ich habe keine Zeit für so eine Kacke. Oh, bleib doch nicht bei jedem Scheißfitzel stehen, Junge. Ich werde langsam, also, nee, das geht so gerade überhaupt nicht. Rückwärts fahren, bitte. Nein, ich möchte das nicht kaufen, ich will das Ding anhängen. Na, ach, ich will das, Mann. Jetzt, nein! Ich will hier raus! Scheiße! Mit der Scheiße hier! Das geht so nicht!
Ja, halt die Klappe, fahr doch zurück, Junge, ich will hier raus, merkst du das nicht? Hupt der hier rum, der Pisser. Ah, steht der nächste Volltrops da. KI. KI, wir sind schon über 15 Minuten. Fucking KI. Jetzt fahr doch rückwärts. Das ist echt schlimm. Weißt du, du drückst die S-Taste so lange, bis er stehen bleibt. Dann musst du die S-Taste loslassen und musst du wieder drücken, damit er rückwärts fährt. Ich reg mich langsam über Kleinigkeiten auf. Ich weiß, aber es ist... Das stört mich gerade total. Wieso kann ich da nicht pennen? Ich bin extra dahin gefahren. So, und jetzt fahre ich in der Ecke, wo ich übelst rummanövrieren muss, damit ich mich da irgendwo hinstellen kann, um zu pennen. Also von dem, was ich auf dem Navi sehe, sieht das bei mir so aus. Guck dir das doch an! Ich muss hier diese Kurve, diese fucking enge, kleine, mistige Kurve. Boah, das riecht mich auf. Das riecht mich auf. Jetzt fahr hier schnell hinten. Wir sind schon weit über der Zeit rüber. Fuck, ey. So, und in dem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn der Knorke wieder kämpft gegen den American Truck Simulator. Ich muss ja kurz raus, weil das kostet Zeit. Es wird jetzt richtig eng. Wir haben noch 8 Stunden Restzeit und 6 Stunden Fahrt. Wir müssen aber erstmal so sehen, dass wir da rauskommen. Vielleicht gibt es ja wieder ein Archiv an BNE TS 2, ne? Hier knappe Lieferungen, was weiß ich. Werden wir aber feststellen, in der nächsten Folge erreichen wir unser Ziel. Ja? Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Danke fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge. Ich habe gerade Schluck auf irgendwie. Euer Captain Knorr.